Dancing Stars, live aus dem Ballroom des ORF. Bitte begrüßen Sie Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger. Hallo! Gute Stimmung, das können wir gebrauchen. Herzlich willkommen zu Dancing Stars. Hallo! Einen schönen guten Abend in unserem Ballroom, oder besser gesagt, buenas tardes in unserer Stierkampf-Arena. Denn heute heißt es hier Caramba und Olé, weil Olé müssen zwei, also dos Tänze abliefern, darunter eine feurige Paso Doble. Ja, das heißt, es gibt dramatische Musik und dramatischere Gesichtsausdrücke. Teilweise sind die gewollt, teilweise weniger, aber dazu später mehr. Auf jeden Fall hauen sich unsere Paare voll ins Zeug, um sie zu Hause zu beeindrucken, aber natürlich auch unsere internationale Jury. In diesem Sinne, bienvenida, Nicole Hanse. Buona notte. Ja. Nicht nur für Stiere ist er ein rotes Tuch. Bollasch Ecker! Und natürlich dürfen wir nicht vorbei an die Ballerina Carina Sarkisova. Und der Ballermann aus Deutschland, Dirk Heidemann. Buenas tardes, Austria. Wir begrüßen natürlich auch ganz herzlich das Paar, das es leider nicht mehr in die heutige Runde geschafft hat. Peter Hackmeier und Julia Burkhardt. Grüß euch, schönen guten Abend. Ja, hatten sicher entspanntere Ostern als unsere Paare, die heute hier auf dem Parkett stehen, sind aber heute da, um mit ihrem Applaus die Kollegen anzufeuern. Sie zu Hause können das tun, indem sie anrufen. 09010 59 09. Und dann die zweistellige Paarnummer Ihres Favoritenpaares. Ja, die Paare zählen natürlich auf Sie. Denn bitte, es geht heute um nicht mehr und nicht weniger als um den Einzug in das große Semifinale. Hallo. Und hier sind Sie, Ihre Dancing Stars. Liz Görgel und Thomas Kramel. Virginia Ernst und Alexandra Scheriau sind unser Paar 06. Darf ich bitten? Darf ich bitten? Darf ich bitten? Stefan Petzner und Roswitha Wieland, Paar 07. Nicole Wesner und Dimitar Stefanin sind Paar 08. Darf ich bitten? Und Michael Schottenberg und Conny Kreuter sind Paar 09. Ja, für einige wird das heute entweder eine Mission Impossible oder Fluch der Karibik. Auf jeden Fall, Sie merken es schon, heute wird wieder zu vielen Hits der Filmgeschichte getanzt. Ja, die Filmmusik kommt von den wohl begnadetsten Geräuschemachern des Landes. Zusammengestellt von Thomas Rabisch, dirigiert von Herbert Bichler, unser Dancing Stars Live Orchester. Und wir starten mit Musik aus Pulp Fiction. Hier sind Liz Görgel und Thomas Kramel. Ja,
Ja, die letzte Showwoche habe ich nicht vergessen. Es war mega cool. Die Reaktionen von der Jury. Gratuliere zu diesem Auftritt. Das ist mega bombastisch. Die Punkte waren natürlich ein Wahnsinn. Ich wusste jetzt gar nicht, wer der Promi und wer der Profi ist. 10. Ich muss ihm recht geben, es schaut wirklich, wirklich toll aus, was die Lista gemacht hat. Und nein, ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie das in so kurzer Zeit so hinbekommen wird. 39 Punkte. Wenn ich jetzt sagen würde, ich will 39 Punkte steigern, das wäre schon fast vermessen. Diese Woche legen wir aufs Parkett einen Paso-Double. Also so genau kenne ich mich auch nicht aus, da ist der Thomas der Fachmann. Tanz mit mir, das hilft in der Regel. Paso ist einer meiner Lieblinge. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist, glaube ich, sogar sein Lieblingstanz. Das ist unglaublich, wie du diesen Tanz liebst. Na, soweit ich das erfassen habe können, geht es um eine Duellsituation. Schritt. Nein! Der Paso Doble beinhaltet einen Matador. Dann ich stehe auf weiter. Der falschen Stelle. Aber es geht mir echt am... Ja? Dann mal einfach. Es geht, glaube ich, um das Spiel zwischen Dominanz und sich ergeben. Fakt ist, du machst diesen Schritt falsch. Das ist der Grund, warum es nicht funktioniert. Nicht das Tuch, nicht der Kreis, nicht sonst was und das Gewackel. Dann muss man einen Plan B machen und dann mache ich es halt falsch und es funktioniert trotzdem. Es gibt die Flamenco-Dänzer in der Geschichte. Jetzt habe ich es. Schau noch mal. Nein, erster Schritt. Der Gesichtsausdruck bei diesem Tanz ist ernst. Eins, quick, zwei. Und dann ist auch schon gut, das reicht eh für 1,5 Minuten, Halleluja. Danke, dass du das alles so gut machst und so viel Geduld hast mit mir. Ja, und dann kann er 40 Punkte werden, habe ich. Du bist deppert. Panel 2 tanzt einen Paso Doble. Hier sind Liz Görgel und Thomas Kramel. Thomas, gleich mal ordentlich eröffnet hier den Ballroom mit einem Paso Doble. Es war ein bisschen süß, glaube ich. Ja, muss so sein, muss nur sein. Schön ist, also Thomas, das ist natürlich auch ein Kostüm. Der Sadomaso-Club von nächsten will seine Sachen zurück. Mal schauen, es ist ja Lederstriemen.
Naja, auch auf jeden Fall outfitmäßig am Film rangehangelt. 50 Shades of Grey oder so. Paso Doble, also dem Publikum hier hat es extrem gefallen. Der Druck scheint aber auch bei euch ein bisschen größer zu werden. Der Ton wird rauer, auch im Trainingsraum. Liegt es daran, dass jetzt einfach, jetzt geht es um so viel und Punkterekord, dass dann das nochmal extra unter Druck setzt? Nein, aber ich habe gewusst, dass das natürlich in Thomas ein absoluter Lieblingstanz ist und dass er sehr viel daran liegt. Und dementsprechend, und es waren einfach zwei Tänze jetzt zum Lernen, das ist schon wieder was anderes gewesen jetzt nochmal. Es war auf jeden Fall mehr Stress für alle Paare. Bolasch, du bist ja da gesessen, unbeeindruckt. Ich konnte nicht sehen, was los mit dir. Schläfst du ein oder ja. Wie hat es dir gefallen? Aber ich wache auf. Ja, ja, ja. Also, richtig im Zeitpunkt immer. Mein Gesicht ist ein bisschen eingeschlafen und wirklich, ich habe mit mir ein bisschen zu kämpfen, weil ihr habt jetzt Standing Ovation gekriegt, auch, muss ich sagen, verdient. Ihr habt zwei Tänze zu meistern, was natürlich sehr schwer ist, weiß ich noch von Erfahrung. Tatsache ist aber, dass mir bei diesem Paso Doble ein bisschen die klassischen Elemente gefehlt haben. Ich weiß, es war keine klassische Musik. Es war hin und her gefummelt, gewickelt mit dem Tuch, was ich durchgehen lasse, vielleicht nicht in diesem Maß. Was technisch bei dir gefehlt hat, ein bisschen, Lisi, dass du sehr, sehr gekämpft hat mit dir, selbst. Du bist nicht aufgegangen. Ja? Du warst unter Druck, du hast mich auch unter Druck gesetzt, aber du bist nicht aufgegangen, du bist nicht graziös, du bist nicht eine spanische Dame geworden. Und daher kann ich diese Paso Doble nicht so gut bewerten wie den Tango letzte Woche. Nicole, siehst du das ähnlich? Nicht hundertprozentig gleich wie Bolasch, aber das ist eher nie der Fall. Das wundert niemand. Nein, also, dass ihr beide zu den Favoriten hier gehören, das ist ganz klar. Ich meine, wie Bolasch schon gesagt hat, die Standing Ovation absolut verdient. Das war eine fantastische Choreografie. Ich fand, da waren Twist-Turns und klassische Elemente absolut drin. Vielleicht der Druck hat man, ich glaube, du hast dir schon ein bisschen mehr Druck gemacht heute. Das hat man gesehen. Du warst nicht so präsent, wie du letzte Woche im Tango warst. Und die zwei Tänze sind ja, die haben schon ein bisschen vom Ausdruck etwas Gemeinsames. Und du warst mehr, ich bin hier, letzte Woche als heute in diesem Tanz. Trotzdem fand ich, habt ihr eine absolut tolle Leistung gemacht. Für mich bräuchte es noch ein bisschen mehr Volumen. Ja, aber für das musst du mehr atmen und musst du wirklich, da braucht man ein bisschen mehr Zeit und ihr habt zwei Tänze, also wir verstehen das alles, aber trotzdem sehr gut gemacht. Dankeschön. Danke. Auf jeden Fall viel Unterstützung im Publikum war da. Deine Schwägerin ist heute da, glaube ich, gell? Wie bitte? Wer ist heute bei dir da? Deine Schwägerin, stimmt das? Na, mein Bruder jetzt doch. Jetzt ist dein Bruder da? Weil ich habe gehört, die Mama würde gerne kommen, aber die kann nicht. Warum? Ja, die ist an der Hüfte operiert worden und laboriert noch. Und deshalb schaut sie leider vor dem Fernseher zu, aber sie fiebert immer voll. Dann grüßen wir sie und nächstes Jahr kann sie dann Paso Doble tanzen. Ja. Wo ist die Kamera? Mama? Es sind so viele da, nimm irgendeine. Mama. Also liebe Grüße an die Mama von der Liz und euch liebe Grüße an den Klaus gleich draußen. Dankeschön, Liz und Thomas. Ja, zu Pulp Fiction haben Liz und Thomas getanzt, falls der Aufstieg ins Semifinale keine Fiktion bleiben soll, dann anrufen für die beiden 09010 59 09 02. Und Michael und Conny starten jetzt gleich mit einer heißen Rumba. Es wird schon leer. Ein bisschen mehr Volumen, ist ein bisschen was. Also, ja, das also, geht doch nicht. Ich habe da zugeschaut, ich weiß nicht, was man da noch an mehr Energie. Nein, der Thomas hat es mir schon beim Training immer gesagt. Ich muss mehr so breiter und stolzer und spanisch. Sie haben vollkommen klarerweise recht gehabt. Ja, der breite, stolzer, mehr Spannung, aber doch aufgehen. Nein, es ist schon. Zwei Tänze. Eigentlich. Habt ihr wirklich zwei Wochen durchgeprobt? Nein, eben nicht. Wir haben immer ein bisschen Pause machen müssen, weil es jetzt seit drei Monaten fast durchgeht. Naja, bei dir sowieso. Du hast das Haus eingerichtet. Ja. Also wenn du gerade im Trainingsstudio warst, hast du das Haus eingerichtet, dann im Tonstudio permanent gewesen, hast eigentlich, obwohl Frühling ist, hast du nicht viel gesehen vom Grün draußen, oder? Nein, eben.
Es ist ja gerade eine aktive Zeit im Moment und ich habe eben mein Musikvideo jetzt vom neuen Song. Der neue Song, genau. Das genau. War, ich weiß natürlich, neue Single ist heraus und du willst natürlich keine Werbung machen, keine Frage. Nein, keine Werbung. Aber sag trotzdem, wie heißt sie? Anders. Okay, anders, aber wie? Es ist ein Mundartsong, wie man es von mir kennt. Es geht um Beziehung, ums Nein. Beziehungsthema. Ja. Der andere ist anders als ich. Ja. Die Menschen sind alle anders, unterschiedliche Kulturen. Also geht es um ein paar Ebenen. Und es geht darum, dass man Verständnis hat füreinander und voneinander lernt. Ja, obwohl man anders ist. Obwohl man anders ist. Gerade das ist gut, dass man anders ist. Sich genau in der Mitte trifft. Dann kriegt man auch einen Blickwinkel. Wir haben ja auch einen ganz speziellen Musikgast heute hier bei uns, Penda. Mhm. Wird heute live, wo ist die Kamera, live ihren Euro-Song-Contest-Song Limits für uns performen. Allerdings im zweiten Teil der Show. Wie wäre das was für dich auch so, Song-Contest, also mal kurz einmal vor 200 Millionen Leuten, was singen? Boah, du, wenn man mich kennt, dann weiß man, dass ich niemals nie sage oder nie nein sage. Also du hättest, du hättest da keine Angst davor? Nein, der Thomas lernt mir jeden Tag, dass man mit den Erfahrungen, mit den Aufgaben wächst. Also ich bin für alles offen. Ja, okay. Ne, dann, hoffentlich hast du jetzt keine Angst, an die Punkte kommen. Ja. Ich bin zuversichtlich. Es werden sicher mehr als 12 Points. Dirk, bitte, leg vor. Es war sehr gut, aber beim letzten Mal ist es mir besser gefallen. Deswegen heute nur eine 9. Boah. Nur eine 9. Danke. Carina. Also wir bewerten Sie schon in der Klasse der Profis langsam, obwohl es fast nicht auffällt. Und mehr als Sie ist es unmöglich zu geben. Sie geben jedes Mal 100% und sogar die offenen Haare haben Sie nicht gestört, weiterzumachen. Und darum geht das doch bei Dancing Stars 9. Golasch. 100% kann jeder, wir wollen 120, deswegen nur 7. Und Nicole, 8 von mir. Danke. Insgesamt 33 Punkte für diesen ersten Tanz hier am Parkett. 33 Punkte, das ist ja nett, da muss nicht unbedingt depressiv werden. Bitte geht euch umziehen. Zweiter Tanz ist? Samba. Samba, bitte, dann. Michael und Conny zeigen uns heute auch noch einen Paso Doble, aber zuerst sind sie mit einer heißen Rumba dran. Und ich sag mal so, das ist der Tanz der Liebe. Bei den beiden ist der Beziehungsstatus aber eher, naja, kompliziert. Weil neben dem Schotti und der Conny ist da auch noch ein ziemlicher Koffer mit im Spiel. Wir haben welchen Tanz getanzt? Das ist die Frage. Es war Quickstep. Quickstep, sag ich ja. Aber wie das jetzt heißt, ist doch wurscht, oder? Es könnte ja auch Slowfox, es könnte auch Fenster heißen. Wer hat gesagt, dass der Quickstep Quickstep heißt? Also, nach menschlichen Ermessen haben wir Quickstep getanzt. So, Schotti. Ja. Ich habe das Tigerne ausgepackt. Jesus. Diese Woche gibt es wieder 2 Tänze. Schotti? Ja? Du hast es ja jetzt gelernt, welche Tänze wir tanzen? Wir tanzen die Rumba. Ja, wow. In der Rumba geht es darum. Ist ein Tanz der Liebe, glaube ich, oder? Ja, das hast du schön gesagt. Ich bin eine Solofrau, Singlefrau. Am Parkett, du kommst mit deinem Koffer. Und immer wieder steht dieser Koffer bei uns im Trainingssaal. Na, was könnte in diesem Koffer drin sein? Heißt, wir tun tanzen, nicht verreisen. Was ist da eigentlich drin? Sag ich dir nicht. Seit Wochen will ich wissen, was in diesem Koffer drinnen ist. Was ist denn ja. drin? Jetzt darf ich es nämlich endlich wissen. Nein. Warum nicht? Weil ich selber nicht weiß. Jetzt weiß ich's. Der Schotti weiß es nämlich auch nicht. Wir machen ihn erst für ein Publikum auf. Okay. Und was ist dann drin? Das überlegen wir uns. Das, was ich erlebt habe, was ich mit mir trage, trage ich nicht nur in mir, sondern das trage ich auch mit mir. Wir könnten reingeben an Ausgeschiedenen. An Ausgeschiedenen? Der Martin ja. Leutkin? Der Martin Leutkin. Ich habe immer auf den Moment gewartet, wo ich endlich den Koffer einbauen kann, um zu wissen, was da drin ist. Weil die Fragezeichen, die der Schotti so gerne aufwirft, die hasse ich. Es muss ein Ding sein. Es muss ein Ding sein. Wir denken mal. Tun wir mal ein bisschen aufwärmen, lassen wir mal da stehen. Vielleicht kommt er ja. Kriegen er kommt sicher. Ja?
Manuel Neuen tanzt eine Rumba. Hier sind Michael Schottenberg und Conny Kräuter. Weg ist er. Schotti und Conny. Also ich stimme zu, ich finde, man muss euch einfach lieben. Also es war ganz, ja, ich finde immer, wenn ihr tanzt, das ist berührend. Irgendwie schafft ihr da immer irgendwas. Also vielen Dank dafür und jetzt vielen Dank, wenn du uns endlich verrätst, was zum Kuckuck in dem Koffer ist. Ja. Damit wir ihn nicht noch wochenlang mitschleppen. Es ist eigentlich nicht so schwer. Was trägt man denn mit sich? Ein Leben lang. Organe? Nein, seine Vergangenheit. Oh. Es ist all das, was wir in den Dancing Stars Vergangenheit. Ja, das ist unsere Vergangenheit, das ist Hertha, ein Osterhase. Mehr ah, das sind lauter Requisiten aus den vorhergegangenen Tänzen, ich verstehe. Ja. Und es ist noch Platz, es wäre noch Platz für Semifinale und Finale. Es ist durchaus symbolisch zu betrachten. Wir haben nichts mehr als unsere Vergangenheit, wir haben nur uns. Mehr ist nicht da und also ist das drinnen im Koffer. Bevor du anfängst, ja, und einen Hasen aus dem Zylinder zauberst, fragen wir Carina zuerst. Was für ein sexy Tanz. Ich muss zugeben, am Anfang war ich ganz schon neidisch auf die Conny, wie sie da in ihren Händen... Na, machen wir zwei doch einmal. Ja, sofort. Nein, was? Immer nur reden. Nicht immer nur reden. Dann braucht man aber vielleicht noch einmal den Refrain. Herr Frau, was soll ich machen? Dann bräuchte man vielleicht noch mal den Refrain, wenn das geht. Ja? Moment, ich habe jetzt nicht. Gegangen. Sehr gerne. Auf Abruf. Die Rumba kommt auf Abruf bei dir. Ich merke das schon.
Das wird, also ich glaube, mehr Kompliment kann man jetzt auch verbal nicht geben, oder Carina? Tolle Rumba. Ich bin gerade total außer Atem. Dann fragen wir den Bollasch einfach. Ja, bitte frag den Bollasch. Willst du auch einmal mit Schokokanzi? Keine Angst, du musst nicht mehr das Oh, nicht glaub machen. Mir, du willst. Hm? Ja, natürlich, natürlich, alles. Er riecht auch so wo gut. Wo waren wir denn? Riecht er gut? So, ja. Riecht er gut, tanzt er gut, sexy ist er. Aber was will er? Was willst du noch mehr eigentlich? Du hast schon so viel von dieser Sendung gekriegt, du kannst eigentlich zusammenpacken und heimgehen. Ja, er kann es eben eh nicht mehr werden, oder? Was soll ich denn jetzt noch sagen? Nein. Soll er bleiben? Bleiben? Ja. Soll er bleiben? Ja. Ja, gut. Vielleicht noch ein bisschen. Oder? So 2 Wochen. Reichen es aus? Adrian! Bitte bleiben! Ich sag danke an euch. Ihr tanzt hier nachher nochmal. Ihr könnt es einfach liegen lassen. Ich räume auf. Ich mache das wie zu Hause. Es sind ja zumindest keine Socken am Boden. Von daher, Wiederschauen. So, 09010 59 09 09 für Conny und Schotti. Übrigens, jetzt kommt, wer kommt denn das nächste eigentlich? Ich schau mal, Virginia und Alexandra. Flucht der Karibik. Das wird schön. Ja, ja. Ja. Naja, ich bin halt ein bisschen durcheinander. Ja. Die Frau hat mich ganz schön hergenommen. Ich bin auch froh, dass du den Koffer draußen abgestellt hast und nicht hier. No, du hast mir versprochen, das wirst du nicht sagen. Hier, in diesem Familienformat. Da. Ah, naja, was? Ja, du hast eine Frage. Naja, es ist Osterpause, es sind ja eigentlich etliche Tage, haben wir gesagt, fast 2 Wochen eigentlich. Gut, es muss auch. Nicht für uns. Nein, nicht für euch und so weiter. Jetzt sind 2 Tänze, hast du proben müssen. Ich weiß, dass du schon körperliche Grenzen gegangen bist. Hast du in der Zwischenzeit überschritten? Macht es noch Spaß oder überwiegt schon die Müdigkeit? Nein, es macht Spaß. Es macht unglaublich Spaß. Dann gibt es wieder eine Phase oder Phasen, wo es nicht so viel Spaß macht. Aber ich bin kein schwacher Mann. Also, wir gehen durch und wir machen weiter. Bist du deppert? Nach dem Tanz mit der Carina hat er jetzt Testosteron, mein Lieber, das tropft ihn aus. Wo schaust du da hin? Ja, ich sehe, dort, wo die Flecken sind. Jetzt bist du jemand, der gerne Grenzen überschreitet? Ja. Also du hast einmal in der ersten Sendung hast du gesagt, du machst immer gern was Neues, eigentlich zwanghaft. Ja, zwanghaft, genau. Ich leide darunter nicht. Ich tue tatsächlich, ich stelle mich immer wieder in Frage. Das ist auch ein bisschen das Symbol des Koffers. Ich bin immer auf der Reise. Ich habe das Gefühl, ich bin noch lange nicht angekommen. Ich will das auch gar nicht. Ich habe durch Dancing Stars jetzt tanzen gelernt. Seit 9,5 Wochen heißt auch was übrigens. Und regelmäßig Da lernen wir was anderes. Ist ein bisschen was anderes. Ich habe noch nie in meinem Leben vorher getanzt. Also ich habe es Neues versucht. Ich habe Bücher geschrieben. Ich habe es noch nie geschrieben. Ich habe es einfach versucht. Ich habe mir eine Vespa gekauft. Ich düse durch Wien auf der Roten. Ja. Das sind alles Dinge, die mich nicht jung machen, nicht jünger machen, aber die mein Leben neu beleuchten für mich. Naja, das ist ja belebend, weil man ja das Scheitern mit riskiert. Und weißt du was, das Scheitern ist mir völlig uninteressant. Wenn ich was nicht kann, ist es uninteressant, wenn ich scheitere. Ich kann ja gar nicht scheitern, ich kann ja nur gewinnen. Das ist halt mein neues Leben sozusagen. Gut, beim Schwimmen wäre es blöd. Kurzer Tipp, was kommt als nächstes? Ja. Ein Kinderbuch. Ich versuche, ein Kinderbuch zu schreiben. Jetzt kommt mein Schiffsbuch, das ist das dritte Buch, das kommt im Juni am Altea Verlag. Dann kommt ein Kinderbuch, das ich für meine Kinder, die 3a, im Josephinum schreibe. Das sind Vorlesegeschichten und das habe ich auch noch nie gemacht. Wie wird es heißen, der kleine Schottenzwerg? No. Der große Schottenzwerg. Aber du wirst lachen, das Schiffsbuch heißt Unterwegs auf der MS Carina. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Das hat schon mal gefallen, das reicht jetzt zwischen euch zwei. Das ist ein Das machst du bitte auf die Punkte, bitte. Jetzt ein Hallo. Nicole. Also da waren sehr schöne Rumba-Walks dabei und in den Posen hast du dich schön ausgeruht, sehr gut geatmet, war sehr schön. Naja, vielleicht, wenn du mit mir auch mal tanzen würdest, dann wären es noch mehr. Dirk, bitte. Ich bin dran? Ja, jetzt okay. Ist er dran. Folgendes.
keiner der Promis kann technisch perfekt sein in so kurzer Zeit. Aber was Michael zeigt an Musikalität und an schöner Körperkoordination, ist unglaublich. Und ich liebe sein Tanzen und ich liebe, was Conny aus ihm gemacht hat. Und deswegen gebe ich die 9. Hey. Wow. MS Carina. Von mir muss es natürlich 1 drauf geben. Ihr Tanz lebt einfach. 10. Hey, hey. Großartige Wertung, so schaut's aus. Jetzt kommt noch der Ballasch. Es war gut, aber du kannst einfach nicht mit jeder Frau tanzen, der dich begegnet. Deswegen nur 7. Ich bin ja auch nicht 34. Oh, fantastische Punkte. 34. Toll. Und ich setze einen oben drauf. Du kannst dich jetzt auf was Neues freuen. Auf einen zweiten Tanz, einen Paso Doble. Ja, auf eine Mischung. Der Panel 6 ist jetzt schon dran mit einem Paso Doble, Virginia Ernst und Alexandra Schiriau. Und beim Training musste Virginia als erstes lernen, gute Mädchen kommen in den Himmel, böse Mädchen tanzen Paso Doble. Wir sind also noch das 5. Paar schuldig. Wer tanzt weiter? Bei der letzten Show, als wir wieder unten gestanden sind bei der Entscheidung, habe ich schon gemerkt, dass die Genie innerlich schon ganz woanders war. Weil ich so paralysiert war, dass das jetzt vorbei ist. Und dann, das ist mir vorkommen wie 45 Minuten, die ich dort unten stehe. Und dann ist der Name gefallen. Virginia und Alexandra. Und man sieht so richtig so, eine Last ist abgefallen, ja. Also, ja, voll cool. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Diese Woche ist ein Tanz der Paso Doble. Beim Paso Doble ist die Herausforderung, eine andere Stimmung zu zeigen. Und ich glaube, da muss ich ja mal wirklich die aggressive Genie rauslassen. Anders geht's nicht. Miau. Du bist eine böse Katze. Okay. Die Genie ist super, wenn sie fröhlich sein muss. Ich brauche meine Sonnenschirm. Erst für meinen Tarn. Genie kann auch ganz gut ernst sein, das geht. 1, 2, da ist der Blick wichtig. 1. Sexy, mehr oder weniger. Mir ist das ganze Make-up schon weggeronnen, das ist irgendwo am Bauch unten. Was sie bis jetzt gar nicht kann, ist dieses bisschen Böse, das wir beim Paso brauchen. Gut, sei mal böse. Da muss man ja so wütend sein und sich jemanden vorstellen, den man in die Fresse hauen möchte, mehr oder weniger. Und damit habe ich echt zu kämpfen. Nein, das hast du wählen. Vielleicht stelle ich mir einfach ein paar Leute vor, die ich halt dann irgendwie bildlich davor habe. Irgendwie bringe ich schon rüber. Ach so, das Gesicht ist gut. Alles gut so. Panel 06 tanzt einen Paso Doble. Hier sind Virginia Ernst und Alexandra Schiriau.
David! Virginia und Alex. Dankeschön. Ja, ich sehe schon, die Paso Doble kommen heute sehr gut an. Das funktioniert ja schon einmal ganz gut. Eine abgewandelte Variante vom Lachen, eine zornige hast du gebracht. Ja. Wen hast du jetzt vorgestellt? Oh, da gibt es ein paar Leute. Die gerne namentlich genannt werden wollen? Nicht in der Öffentlichkeit. Nicht in der Öffentlichkeit. Ja. Dann sage ich Nicole, an dir lag es nicht. Nein. Nein, ich fand das auch so, ich fand das auch so süß. Also ich meine, das ist positiv, dass sogar dein böser Ausdruck zeigst du alle Zähne. Also ja, das war so eine Grinch-Variante. Ja, genau. Nein, aber ich muss sagen, schon am Anfang, als wir diese Kiste da hierher getragen haben und gelaufen, da hat man schon gesagt, you mean business. Also du bist schon mit Attacke gelaufen da, gegangen. Das war schon sehr, sehr gut. Schon wieder kommt der Ausdruck. Ja, der Ausdruck, ja, ja. Du gehst nicht aus der Rolle raus. Nein, ich fand, ihr oder du hast heute einen Sprung gemacht. Und zwar vorwärts. Das war für mich die letzten paar Sendungen, war es immer so ähnlich. Und du hast diesen Chord noch nicht ganz geknackt. Heute hast du Power gegeben. Du hast diesen Tanz attackiert. Und es war fantastisch. Hatte trotzdem Flow drin. Du warst in jedem Schritt voll dabei. Ich habe dich noch nie so präsent und so in der Bewegung gesehen wie heute. Also bravo. Dankeschön. Fortschritt hat Nicole gesehen. Dirk. Ich muss leider sagen, ich bin gar nicht so sehr mit Nicole, weil es ist sicher schwierig, nach Piraten der Karibik ein Paso Doble zu tanzen, weil das hat ja mit Karibik und Spanisch hat ja nichts miteinander zu tun. In dem Sinne, ich habe keine typischen spanischen Körperpositionen gesehen, ich habe keine guten Führungen gesehen. Du als Leader, dass du sie also führst und sie resistet, also sie bleibt zurück und kommt später als du. Ja, das war sicher eine gute Show. Wäre das jetzt eine Showtanz-Weltmeisterschaft, wäre das super. Aber wenn das jetzt ein Paso Doble sein soll, war es für mich kein Paso Doble. Gut. Oh. Ja, das warten wir noch ab. Und dann schicke ich euch nach draußen. Ihr tanzt ja noch mal. Welches ist der andere Tanz? Slow Fox. Ein Slow Fox. Gut, dann bis gleich. Danke, Jenny und Alex. Damit die beiden nach ihrem Tanz zur Black Pearl nicht wirklich untergehen, sondern vielleicht hier wiederkommen nächsten Freitag im Semifinale. 090 10 59 09 06 anrufen. Und Nicole und Dimitar stehen auch schon auf der Startposition, legen hier gleich los. Come on! Heute ist das erste Mal, dass ich die Schwitzen sehe. Ja, das wirklich. Das erste Mal, dass ich die Schwitzen sehe. Die heftigste, intensivste Woche bei Dancing Stars, glaube ich. Ich muss jetzt den Dirk ein bisschen korrigieren, also dass die Karibik gar nichts mit Spanisch zu tun hat. Viele Menschen sprechen Spanisch in die Karibik. Ja. Das wollte ich nur sagen. Ja. Aber Osterpause für dich nicht nur Tanztraining, sondern du hast auch gearbeitet. Ein Konzert. Ja, ich hab Konzert gehabt am Ostersamstag in Mölltal in Kärnten. Ja. Boom, voll die Halle. Ziemlich coole Sache war das, ja. Rückmeldungen aus dem Publikum? Ja, da gab es eine. Ich weiß nämlich ein bisschen mehr. Und es war sehr interessant. Ja, es ist ein Fan danach zu mir herkommen und hat zu mir gesagt, Virginia, du singst irrsinnig gut, aber tanzen kannst du noch besser. Bist du deppert. Und ich habe gedacht, ich muss einmal meine Gesangskarriere überdenken. Naja, nein, das kann man negativ meinen, aber du singst ja großartig. Das Dankeschön. Heißt ja wirklich, dass dein tänzerisches Talent hier sehr gut bewertet wurde. Wie denkst du jetzt darüber nach, über die Zukunft? Tänzer, wie wirst du das anlegen? Tänzerisch oder doch musikalisch? Beides wahrscheinlich. Beides. Du wirst auf der Bühne tanzen und singen? Wahrscheinlich, schauen wir mal, wenn ich aber, so Popnummern schreibe. Aber du sagst ja, du hast also durch Dancing Stars ein Selbstbewusstsein. Ja, bekommen, definitiv. Also das hat mir so viel Selbstsicherheit gegeben auf der Bühne. Irgendwie durch die ganzen Live-Shows und so. Und ich bin ja eigentlich ein großer Schisser, was das angeht. Und das hat mich schon sehr viel Überwindung gekostet und das hat mir total viel Selbstsicherheit gegeben und werde jetzt auch anfangen, meine Songs auch selber zu produzieren. Ja, wie wundert das eigentlich, wenn du bist Eishockeyspielerin, sagst du, hallo? Ja. Erst einmal der böse Blick, also wenn ich einen Gegner sehe, einen Puck ins Tor, dann hallo. Ich habe immer gedacht, ich lache sie immer an anscheinend. Also, du lachst deine Gegner fort. Ja, ich lache sie fort, ja. Jetzt schauen wir mal, was es für Punkte gibt für diesen Paso Doble. Carina.
Bei sehr vielen Paaren überspielt die Musik den Tanz und die Musik ist immer toll, bravo. Bei euch gerade war die Musik toll und die Energie hat dazu gepasst, was sehr selten gibt. Ich danke für diesen Tanz und das war eine große Veränderung. Acht. Dankeschön. Balasch. Die Energie, die du ausstrahlst im Gesicht, mit dem Gesicht, muss in den Körper hineinfließen. Leider diesmal muss ich mit dem Mann aus Deutschland, mithalten, mitgehen. Deswegen nur 5. Nicole. Und ich bin da eher bei Carino. Vamos, chicas. 7. Dankeschön. Und Dirk. Ja, vamos más, chica. Soy totalmente con Balasch. Oh, cinco. Ach, unsere Sweethearts. Balasch und Dirk. 25 Punkte, einmal sind sie sich einig. Genau, jetzt können Sie mir ein bisschen ein paar so doble Blick geben. Also, dann sagen wir, ihr geht sich wieder umziehen. Bitte sehr. Haben Sie sich zu Hause schon einmal gefragt, was nach der Show eigentlich mit unseren fantastischen Kostümen passiert? Welcher unserer Profis nach dieser Staffel definitiv aufhört? Oder warum unter einem Christbaum 3 Ostereier lagen? Die Antwort auf bewegende Fragen wie diese finden Sie auf dancingstars.orf.at. Und falls Sie ganz andere Fragen haben, schreiben Sie sie doch einfach irgendwo ins Internet mit dem Hashtag dancingstars. Zum Beispiel, wer tanzt als nächstes bei Hashtag Dancing Stars, Miriam? Ja, es ist Paar 08, Nicole Wesner und Dimitar Stefanin und die zeigen uns jetzt gleich einen Jive und zwar als Partytanz. Dance with me, I want my arms around you. Ja, letzte Woche haben wir Slow Fox getanzt. And I seem to find the happiness. 8! Danke! Ich fand deine Füße und Beine hier viel, viel besser als letzte Woche. Ich habe alles gegeben. Ich weiß, es muss noch mehr gemacht werden, aber ich freue mich, dass die Richtung schon mal stimmt. Wir tanzen diese Woche einen Jive. Und 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 5 and a 6 and a 7 and a 8. Au. Sehr explosiv von Energie her. Party. Party. Sind sehr viele Kicks dabei. Kick, Kick, Kick. Cross. Muss auch ein bisschen spielerisch ausschauen. Und dann habe ich eine Überraschung für dich. Ich habe mir kurz überlegt, okay, wie kann ich diese Kopfhaltung von Aniki rausbekommen? Du darfst nicht wie ein Einhorn sein, musst du wie auf einer Geburtstagsparty sein. Die Idee mit dem Partyhut, die fand ich super. Ich kann nicht so mit dir tanzen. Oh ja, sicher. Und wie? Weil das war schon allein, weil du so ein Krönchen aufhast, das darf er nicht runterpurzeln. Schau auf die Spitze. One, a two auf meine Spitze. One, a two, a three auf die Spitze. Nein, du schaust wieder runter. Nochmal. Vor allem, ich habe es auch eingesetzt, weil wir beide eigentlich sehr, sehr momentan dieser Trainingsprozess drinnen sind. Like a diva for the very first time. Okay, wenn wir jetzt nicht privat Party machen können, also machen wir es im Tanzsaal. Wieso nicht? Bereit? Drei. Mit Geflavor. Also, weil du immer so ein toller Trainer bist, wenn du so viel beibringst, kriegst du eine kleine Boxschule von der Weltmeisterin. Oh. Ich finde beim Boxen und Tanzen auch viele Gemeinsamkeiten, ja, weil das ist cool irgendwie. Beides findet zwischen zwei Menschen statt, ja. Zack, zack, sehr gut. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, was anstrengender ist, Boxen oder Golf. Dreh. Das ist schon mal ganz cool, ja, wenn du merkst, dass Tänzer auch was tun müssen, gell? Paar 08 tanzt Jive. Hier sind Nicole Wesner und Dimitar Stefanin. It's a beautiful. Oh,
bist du die Hochzeitskutsche. Das hat schon echt Spaß gemacht. Vegas Hochzeit haben wir gesehen, oder? Genau, ja. Dass man dich mal außer Puste sieht, weil deine Kondition ist ja quasi unermesslich. Aber beim Jive, der hat es fast geschafft. Ja, der Jive, der war ganz vergleichbar mit dem Boxen. Also ich weiß nicht, was anstrengender ist, Jive oder Boxen. Also es sah auf jeden Fall gut auf dem Dancefloor jetzt gerade aus. Aber man merkt jetzt ein bisschen, du bist außer Atem. Schöne Hochzeit auf dem Parkett. Ich kenne ja jemanden, der hat hier wirklich schon geheiratet in diesem Studio. Die Frage ist, weiß er noch, wann das war? Tag und Jahr? 5. Mai. Welches Jahr? Scheiße. Welches Jahr? Lange her. 7. 2007. Nicole, was ist vor dir? Ich war ja dabei. Du warst auch dabei, du hättest auch wissen sollen. Ich frag dich ja, was ist es? Ja. Ich würde gut abchecken. Das ist meine Frau. Also, ist sie immer noch deine Frau? Ja. Immer? Oh, ja? Ja. Natürlich, ja, Ellie ist die Tolle. Jive, Bolasch. Hat's dir gefallen? Jetzt hast du mich rausgebracht mit dieser Heiratsgeschichte. Das war der Punkt, ja, ja. Glaube ich, kurz in Schwitzen aber gebracht. Es scheint euch Spaß zu machen, was ihr macht da, oder? Ja. So ein bisschen scheint mir so zu sein. Und es scheint uns langsam auch Spaß zu machen. Okay, jetzt mache ich keinen Spaß. Es gibt solche Momente auch. Beine waren ein bisschen offen. Beim Chassé gehören die Oberschenkel ein bisschen mehr zusammengepresst. Ein Bein sollte okay gebeugt sein, andere sollte aber durchgestreckt sein. Dann schaut man einfach ein bisschen ladylike aus, einfach ein bisschen graziöser. Die waren die negativen Sachen. Aber es waren wahnsinnig viele positive Sachen. Tolle Kicks, spaßige, fulminante Showelemente, gut platzierte. Der Spaß ist fast auf mich rübergesprungen. Nicole. Ich möchte mal sagen, dass wir hier auf hohem Niveau reklamieren und euch sagen, was gut ist und was nicht gut ist. Er hat recht, also die Beine, ja, die sind noch nicht perfekt, aber die Füße waren schon viel besser als in deinen anderen Lateintänzen, wo wir auch schon, ich glaube, Bemerkungen gemacht haben, das war schon viel besser und vor allem war es super leichtfüßig. Also und ich würde sagen, die zwei ersten Drittel waren absolut fantastisch. Am Schluss waren die Puste ein bisschen weg, das hat man gesehen. Auch die Lifts waren fantastisch, dort könntest du vielleicht die Beine noch mehr strecken, aber ich muss sagen, ja, es hat echt Spaß gemacht und es fließt zwischen euch. Und ich glaube, das ist auch, also ich kenne Boxen eigentlich nicht, aber das ist ein Unterschied, Boxen, Tanzen. Im Tanzen bist du ein Team mit deinem Partner und im Boxen glaube ich eher nicht. Und in der Jury sind wir auch ein Team, sagst du nur. Nein, nicht immer. Aber das hast du voll gemeistert. Ihr habt schön zusammen getanzt und ich fand das ein ganz, ganz fantastischer Jive. Dankeschön. Dann freuen wir uns auf den zweiten Tanz. Gratuliere. Bis nachher. Gleich gibt es die ersten Jurypunkte für Nicole und Dimitar. Sie zu Hause müssen aber auf die nicht warten. Sie können jederzeit anrufen, falls die beiden im Semifinale stehen sollen. 090 10 59 0908. Und draußen schon Feuer und Flamme, Stefan und Roswitha. Go, Rosé! Tolle Kritiken. Ja, tolle Kritiken. Und was mich verwundert hat, also fast überrascht, weil ich das schon ewig oder überhaupt noch nie gehört habe, der Spaß ist fast auf den Bollasch übergesprungen. Ja. Hat sich aber kurz vor der Landung überlegt. Zur Nicole Oppo. Jetzt aber wir kommen zurück aufs Boxen. Vor Ostern weiß ich, Ankündigung, du wirst dann mitnehmen zu einem Boxtraining. Wir haben gesehen, jetzt im Tanztraining habt ihr ein bisschen gebrüllt, aber ist das passiert? Seid ihr wirklich in ein Boxstudio gegangen? Es stand eigentlich schon ewig lang, seit wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, die erste Woche schon. Die ersten zwei Tage haben wir gesagt, wir wollen unbedingt einmal boxen zusammen. Ja, ja und wir haben immer gesagt, wir machen das nach Dancing Stars, dann kam die sendungsfreie Woche und wir haben gesagt, das machen wir jetzt. Ja. Und ja, also mit Gott ist super geschlagen. Ja, super geschlagen schon, aber geschlagen worden? Oder? Nein, er hat wirklich sehr schnell gelernt. Also ich möchte das anmerken. Was hätte er
Was hätte er, wenn ich ihn so anschaue, was hat er, welche Gewichtsklasse? Fliegengewicht? Nein, er wäre ein Mittelgewicht mit einer sehr großen Reichweite. Ja, ja gut, von der Statur her war er Libellengewicht. Also das, was länger ist. Das hätte ich gern gesehen. Und bringt jetzt, kannst du sagen, Boxen bringt auch was fürs Tanztraining? Absolut. Boxen bringt sehr viel eigentlich fürs Tanztraining. Vor allem, es hat mir sehr, sehr geholfen zu sehen, was die Niki da für Bewegungsmuster jeden Tag macht, ja, und was, wie sie da gerade nicht am Parkett, sondern im Ring steht. Ja, wir haben auch beim Training, beim Paso Doble, der kommt ja nachher, ja, dann hat er auch, Nicole, das ist so, wie du es mir beim Boxen erklärt hast, genau so muss ich machen. Du kannst Bilder unsere gemeinsame ableiten. Sprache ja, wird immer einfach besser. Ja. Duplizieren, ja, okay, einfach auf eine andere Sprache, was dann leicht ist für den Kopf zu verstehen. Aber, schau mal, ob die Jury die gleiche Sprache hier kommen die Punkte, aber es hat nicht schlecht geklungen. Dirk, bitte. Tolle Show. Verbesserte Füße, geht immer noch besser, aber trotzdem eine 9. Einen Punkt besser würde noch gehen, aber 9 ist doch schon sehr gut. Carina. Es hat mir auch sehr gut gefallen. Nicole, ich habe das Gefühl, Sie können noch ein Stück kompakter sein, auch durch Ihren Beruf, ja? Einfach zackiger und schneller. Aber der Spaß, der da zum Ballasch rübergesprungen ist und dadurch, dass ich daneben sitze, war bei mir auch. 9. Ballasch! Ja, Sprung war gut, Landung wird langsam. 8. Dankeschön. Und Nicole, es war gut. 9. Wow, danke. 35 Punkte. Ja, die können sich auch gut freuen. Ja, das ist mein Lieblingstanzort, freut mich ganz besonders. Ja, auch jetzt geht's euch umziehen. Okay. Auf Paso Doble. Ja. Jetzt kommt Paar 07. Stefan und Roswitha. Und bis jetzt hat Stefan ja bei jedem Tanz nur Spanisch verstanden. Von daher ist der Paso Doble ja nicht schlecht für ihn. Und was auch ganz gut ist beim Paso Doble, besonders wichtig, die Blicke. Und bitte achten Sie jetzt auch auf die Blicke im Training. Vor allem die von Rosi. Get out! Verglichen zu letzter Woche war es schon ein bisschen besser. Danke, schlecht. Fortschritte, das ist ja schon mal. Ja, das war gut. Ja, Stefan, hallo. Schöne Ostern. Jetzt müssen wir diese Woche müssen wir ja 2 Tänze drauf haben. Dann gehe ich weg und Beine schließen beide. Ich schreibe mir jetzt auch immer die Choreografien auf. Das erste ist Schleifen. Ich habe das Zettelchen sogar da. Dann stehst du auf. Ja, na, du hilfst mir auf. Gib einmal her. Gib einfach das Sackerl her. Dann fragst du das nochmal und ich greife da runter. Hand raus. Genau. Bitte? Ja, genau. Ich habe ja sogar einen 10-Punkte-Plan entwickelt. Ich suche den da jetzt. Der 10-Punkte-Plan für ein Paso Doble. Ich habe ja gesagt, von der Jury werden es eher nicht 10 Punkte werden, aber... Das sind die 10 Punkte beim Paso Doble, die ich berücksichtigen muss. Richtig, schreib mal das. Schreib mal so, gell? Ja, also das ist halt Spanisch, Espanol, ja, da muss jetzt ein bisschen auch dieses Spanische... Ja, Scheiße. Und ein bisschen Ding rein, Feuer. Der weiß immer nur in Spanien. Ja, ich. Mit dem roten Tuch und dem Torero. Aber ist es sonst von der Torero-mäßig ein bisschen Torero oder mehr... Fleischhocker. Na, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich bin vom ganzen Wesen her eher kein Torero. Ich bin ja weiterhin ein sehr schüchterner Mensch. Aber schon so. Deswegen bin ich auch Single. Vielleicht zum Beispiel. Weil ich so schüchtern bin, ja. Draußen ergrünt alles, ja. Genau. Grün ist ja die... Was lacht's nicht so? Grün ist ja die Farbe der Hoffnung. Nachdem draußen alles grün, setzen wir in dem Fall auf die Hoffnung, oder was? Genau. Aber ich glaube, es war bisher... Besser, ja. Es wird immer besser, klar. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Paar 07 tanzt einen Paso Doble. Hier sind Stefan Petzner und Roswitha Wieland. Thank you.
Ganz schön hart. Ja, ist für dich, Stefan. Ja, Stefan und Roswitha mit einem Paso Doble. Ich muss zugeben, ich war mir nicht sicher, Stefan Petzner in Kombination mit Feuer. Das kann schief gehen, allerdings war der Nebel sehr clever, weil man sah deine Füße nicht. Das war komplett... Aber ich bin wie eingekrocht jetzt gerade im Nebel. Aber Nebel hatten andere auch, also ich glaube, man hat die Füße genug gesehen. Es ist uns auf jeden Fall heiß geworden. Ja, wir fragen einfach die Jury, ich glaube auch, dass die genug gesehen haben. Ja, mir ist vor allen Dingen heiß geworden durch die Pyrotechnik. Also ich habe kurz an meinem Gesicht vorbeigeschrammt, aber ich glaube, es ist alles... Tag. Aber ja, es ist so ein Face-Scrub irgendwie. Pass mal auf, Stefanchen. Was soll ich denn jetzt sagen? Schöne Jacke, Schritte. Es hatte mit Paso Doble von der Körperposition leider wenig zu tun. Und jetzt komme ich auch mal runter, weil ich nämlich so spanisch aussehe heute. Ich hoffe, Sie gestatten das, ja? So, dann gehe ich jetzt hier mal an der Kamera vorbei. Du bist doch echt ein schöner Matador heute. Nicht an Dagmar Koller, die ist heute nicht da, ausnahmsweise. So, pass mal auf. Das Ding ist erstmal, dass wir in Paso Doble, ja? Spanischer Tanz, Torero, eine Position haben, dass das Becken vorne ist. So entsteht für den Laien die Idee, dass mein Oberkörper hinten ist. Aber mein Oberkörper ist nicht hinten, mein Becken ist vorne. Und wenn ich jetzt mit Roswitha in eine Twist-Turn tanzen möchte, dann gebe ich ihr mein Becken und drücke und sie resistet gegen. Wenn du jetzt irgendwas spürst, spürst du was? Ja, das ist mein Handy, habe ich vergessen, aus der Tasche zu nehmen. Tanzen wir eine Twist-Turn und dann halten wir das und dann gehen wir in die nächste Position und sie resistet, sie hält Widerstand und diese Position sehe ich nicht. Jetzt mach das mal mit mir, ich will das auch mal. Zeig mal. Wenn wir beide schon so ein gemeinsames tolles Outfit haben. Okay. Zeig mal. Ja, mein Handy ist jetzt ausgeschaltet. Eskalation. Pass mal auf. Also, du willst mich wegdrücken mit deinem Becken und ich will, siehste? Ja, spür dich. Du hast aber auch ein Handy. Hast du auch ein Handy in der Tasche? Das ist was anderes. So, bleib mal stehen jetzt hier. So, und jetzt haben wir diese Position. Sehr schön. Jetzt führe ich mal um die Ecke. Oh mein Gott. Ja, das ist die falsche Figur jetzt. Egal. Toll. Ja, von der Position besser. Und das hätte ich gerne einmal wenigstens gesehen. Sonst die La Paz. Das war die Figur, die du mit Rosi getanzt hast. Ja. Hier 1, 2, 3, 4. Du weißt das Ding, ne? So. Ja. Das war von den Schritten toll getanzt, richtig. Technicamente perfecto. Pero die Charakteristik war leider nicht da. Aber ich muss trotzdem sagen, irgendwie verbessert ein bisschen. Ja? Ja. Na. Carina. Also wenn ich darf, werde ich mein Becken nicht an Stefan sein Becken drücken. Ist okay. Ist okay. Gut. Ich komme ein bisschen mehr zur Sache. Also Sie sind besser gegangen, ja, als Sie früher gegangen sind. Ja. Und die Musik war schön und Ablenkung war auch da. Viel Tanz habe ich trotzdem nicht gesehen. Also ich finde, wenn ein Mensch 6 Wochen lang etwas tut, dann muss schon eine größere Verbesserung da sein, als im Takt gehen können. Nicht persönlich nehmen, ja, also es ist eine Kritik. Und ich spreche auch oft, wie alle, über die eigentlichen Berufe der Promis. Und dadurch, dass sie aus der Politik kommen, reden sie das so schön schon im Vorhinein. Ich habe mich bemüht und wir haben uns funktioniert. Dass man positiv darauf eingestellt ist und was gut ist, natürlich. Aber tanzmäßig waren das Schritte heute im Takt. Das gebe ich zu. Das, ja. Ja, tja, na,
Ja. Was man vielleicht von Politikern nicht so gewohnt ist, ist, dass sie manchmal auch die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit ist, weil Sie gesagt haben, Frau Sakisova, 6 Wochen Zeit für ein Paso Doble, es war 1 Woche Zeit für 2 Tänze. Das ist die Wahrheit. Soll keine Ausrede sein, aber so ehrlich nicht, muss man auch bleiben. Nicht, ja? Ich rede nicht für 1 Woche für 2 Tänze, ich rede generell von der Körperhaltung, von Gesicht. Und die Entwicklung generell. Und die Entwicklung in 6 Wochen. Insgesamt, verstehe. Okay, okay. Ja. Gut, ihr tanzt es nochmal heute. Also ja. Wir bereden den Rest later. Später. Later, später. Later, später. Stefan Petzl und Roswitha Wieland wollen auch ins Semifinale aufsteigen. Wenn Sie glauben, Sie haben sich das verdient, dann 090 10 59 09 07. Danke. Na, ich finde wieder, das war wieder ganz eine eigene Liga wieder. Keine Frage. Paso Doble gefällt dir aber, oder? Hat mir gefallen. Ich finde, der Torero ist auch ein bisschen schon hervorgekommen vom Blick und von der. Ja, vom Blick, aber vom Gefühl Blick, her. Und Blick. Der Dirk hat ja gesagt, diese wie heißen diese Schritte? La Paz, die sind ja wahnsinnig schwierig, weil man ja genau im richtigen Moment losgehen muss, weil er nicht zu früh losgeht, trete ich der Rose ins Schienbein. Ja. Da war man immer im Takt und das heißt bei mir schon was und da freut mich das Lob von Dirk auch und ja, okay, dass ich okay, auch okay, meine, dass ich jetzt durch ihn auch weiß, dass ich sowas wie ein Becken besitze, das wusste ich vorher gar nicht. Ja. Und ein Handy. Und ein Handy. Ja, was auf vom Blick her, da muss ich auch sagen, ich habe da zugeschaut und habe gedacht, das war schon ein bisschen Stierkampf mit leichtem Rinderwahn. Und du hast ja mit Torero 1 gemeinsam bis jetzt, können wir, glaube ich, sind wir uns einig, tanzen ist für dich ein bisschen ein rotes Tuch, oder? Nein, also es macht mir Spaß. Das ist ja das Unglaubliche. Und das waren auch heute zumindest wieder Fortschritte da. Verbesserung. Das ist immer wichtig, Fortschritte. Aber dir kommt bisher nicht so deins, weil du bist ja eher der Kuhflüsterer. Oder so. Ja, ich komme ja von einem großen Bauernhof und bei uns tragen Kühe noch Namen und Kühe sind Menschenfreunde. Ja? Ich bringe dir noch ein Beispiel, wenn ich dann, die haben alle einen Namen und wenn da die Herde von 25 Kühen auf der Weide steht und ich rufe rein Bianca, ja, dann wird Bianca aufschauen, mich anschauen und zu mir herkommen. Hallo. Weil die Kühe wissen, wie sie heißen. Sie reagieren auch auf Namen. Die weiß genau, wenn ich Bianca schreie, sie gemeint. Ja? Das ist toll, da muss man aber zuerst muss man ihnen lernen. Wir rufen jetzt die Namen der Jury, ich bin gespannt auf Sie aufschauen. Hier kommen die Punkte. Ballasch, bitte. Jede Woche das Gleiche, nur mit anderer Musik. 1. Nicole, weißt du, Stefan, du hast heute beim Paso Doble einfach Glück gehabt, dass Paso Doble ein Tanz ist, wo man sehr viel gehen muss und darf. Deshalb drücke ich heute beide Augen zu und gebe dir eine 3. Danke. Dirk. Ich finde es nach wie vor verbessert. Du bist auf einem guten Weg. Die La Paz war sehr gut. Dankeschön. Ich bin mit Nicole. Sehr gut. 3. Dankeschön. Und Carina. Also mit sehr gut hat das nichts zu tun, aber 3. Oh. Dankeschön. 10. Dankeschön. 10. 2 Stellen. Geht's euch umziehen in der Euphorie. Die erste Runde ist geschafft. Jetzt müssen alle 5 Paare noch einmal mit einem Einzeltanz aufs Parkett. Davor schauen wir aber jetzt noch einmal kurz auf den Punkte-Zwischenstand. Miriam, bitte. Ja, bitte gern. Die Jury hat für die ersten Tänze Punkte vergeben. Und so schaut das Ranking aus. Auf dem ersten Platz Nicole und Dimitar mit 35 Jurypunkten. Und ja, Stefan pflegt die traditionellen Werte und nimmt sich erneut den letzten Platz in Anspruch mit 10 Punkten. Aber für den zweiten Platz gibt es ja auch noch Jurypunkte. Deshalb kann sich an diesem Ranking natürlich noch sehr viel ändern. Außerdem werfen Ihre Anrufe und SMS hier bei Dancestars immer oder sehr oft alles nochmal über den Haufen. Also bitte rufen Sie an für Ihre Favoritenpaare 090 10 59 09 und dann die zweistellige Paarnummer Ihres Favoritenpaares. Hier nochmal die ersten Tänze im Schnelldurchlauf.
Und jetzt läuten wir die zweite Runde ein, wieder mit Liz Görgel und Thomas Kramel, Paar 02. When I look at you, I wanna be somewhere close to heaven with another man. Don't go, I know you wanna touch me here, there, and everywhere. Sparks fly when we are together. You can't deny the fact, lie. You don't have to act like a star, yeah. Try and move from the back of the guy, yeah. Know that we can go far, yeah. But tonight you're gonna get mine. Don't play the games that you play, yeah. If you forget, I will find you. If you get paranoid, I'm behind you. If you lose your head, I will find you. Kiss, kiss. You don't have to act like a star, yeah, yeah. Try and lose in the back of a car, yeah, yeah. Don't you know that we can go far, yeah, yeah. Cause tonight you're gonna get mine. Don't play the games that you play, yeah. Viele Küsse schickt das Publikum in Form von Standing Ovations zum zweiten Mal heute Abend. Maika Lili neben mir hat sich sehr gefreut, weil ein türkisches Lied heute. Extra, weil du da bist. Ja, bitte, sehr gern. Hat auch viel applaudiert, weil er, glaube ich, auch nachvollziehen kann, wie es euch gerade ging. Jetzt frage ich euch nochmal, ihr habt zwei Tänze getanzt, Liz. Samba soll ja sehr fröhlich sein. Warst du wirklich so fröhlich oder war es harte Arbeit jetzt auch im Parkett? Es war, jetzt im Endeffekt hat es richtig Spaß gemacht. Aber Samba ist echt schwer. Und ja, zwei Wochen Zeit. Aber ich glaube, wir haben das Maximum rausgeholt. Das glaube ich aber auch. Und du schaust aus, also wie ein gerupftes Händel, aber wie ein schönes gerupftes Händel. Ein lila Strauß aus Schönbrunn. Ja. Sie hat Federn gelassen, aus gutem Grund, Dirk, hat sich's auszahlt. Ja, also ich finde, wir haben ja sehr oft Samba nach orientalischer Musik, ob jetzt Salama ya Salama von Dalida oder von Tarkan, diesen Kiss, was natürlich nichts mit brasilianischer Samba zu tun hat. Aber dafür habt ihr eine super Choreografie gemacht, also sehr passend zu der Musik. Ja, ganz toll. Aber in den klassischen Samba-Teilen am Anfang mit den Shadow Butterfogos habe ich ein bisschen den Grundrhythmus slow, du weißt, vermisst. Das hätte ein bisschen klarer sein können. Tolle Show, schwierig zu der Musik, ja, aber super. Glückwunsch, toll. Ja, super, Carina. Also für mich seid ihr richtige Anwärter auf den Dancing Stars Stern. Und wenn... Und wenn es Möglichkeit gäbe, so im Vorhinein einen halben Stern schon zu vergeben, dann würde ich ihn jetzt wahrscheinlich da aus dem Tisch da rausziehen und euch geben. Ja? Ihr bemüht euch wahnsinnig. Ihr tut wirklich gute Sachen. Jeder Tanz ist gut choreografiert, perfekt abgestimmt. Alles verbessert sich jedes Mal. Gesichtsausdruck, der Körper, alles. Ja? Das Einzige, was mir wünschen würde, noch ein bisschen mehr Lockerheit. Sie können sich das leisten, wirklich. Entspannen Sie sich oben. Ja, Sie können ja diese coole Ballroom-Dancerin sein, die alle wollen eh alle. Aber das können Sie. Ja? Also, wenn noch ein Tanz kommt. Aber da gibt es wirklich nichts mehr zu sagen. Gratuliere und weiter so. Dankeschön. Ja, heute kommt kein Tanz mehr, weil ihr habt das erste Paar beides abgehackt. Ich glaube,
Jetzt könnt ihr Pause gebrauchen, oder? Ja. Geht's zum Klaus und danke für zwei sehr schöne Tänze. Liz und Thomas haben jetzt damit alles getan, um aufzusteigen ins Semifinale und warten auf viele Anrufe und SMS, weil die Jury allein richtet's nicht. Sie zu Hause haben hier immer noch einiges mitzuentscheiden. 09010 59 0902. Und, ah ja, Michael und Conny, genau, die sind uns jetzt im Paso noch schuldig. Ja, danke. Bitte sehr. Abtupf. Ja, du schwitzt halt gern, das ist halt so. Vorbei. Jetzt. Aber hat aber Spaß gemacht, oder? Hat sehr Spaß gemacht. Tolle Kritik von der Jury. Und jetzt habt ihr also von der Wüden Heinz zum Grubschnei. Das gefällt mir sehr. Ja, das ist eigentlich. Das schaut schon wieder aus. Ja, das schaut schon wieder aus. Das ist so nicht aus Schönbrunn, nicht, natürlich nicht von keinem Strauß irgendeine Feder nur gekrümmt oder ausgerissen worden. Aber ihr habt ja das letzte Mal schon mit 39 Punkten, bleiben wir beim Bild, den Vogel abgeschossen. Und werden wir schauen, wie das heute ist. Also nach der Kritik könnte es sogar mehr werden. Würde euch freuen, aber das wird schwierig. Das ist schwierig. Also 39, da kannst du nicht viel drüber. Es ist aber nicht so, dass du nie was mit dem Tanzen zu tun gehabt hast. Ich habe ein bisschen recherchiert und es gab schon einmal eine Choreografie aus deiner Feder. Und zwar in der Skihauptschule. Genau. Erzähl. Ja, ich bin inspiriert gewesen von einem österreichischen Schülerbewerb. Da hat eine Gruppe an so einen Hip-Hop-Dance gemacht und so ja. Zu Come Baby Come. Das habe ich mir abgeschaut und dann mit meinen Mädels oder mit meinen Klassenkameradinnen nachgetanzt. Ja, und das hat recht Spaß gemacht im Heim. Und das war aber auch so gut, dass das also wiederholt worden ist. Also genau, offensichtlich. Ich bin dann in Stams im Skigymnasium gewesen und habe dann eigentlich mit einer lieben Freundin gemeinsam jedes Jahr den Matura-Ball choreografiert. Aber eher Hip-Hop. Aber ohne Skischuhe. Ne? Ja ohne Skischuhe. Und du hast 1993 mit jemand getanzt, der hier schon einmal Dancing Star war. Genau. Der Rainer Schönfelder. Der Rainer Schönfelder. Der war mein Partner. Der war der Partner. Der war mein Partner bei diesem Hip-Hop-Tanz. Und ja, es war cool. War cool. Ja. Na, er ist Dancing Star geworden. Also du gehst schon in die Richtung, sagen wir einmal, lauter Kritik, aber jetzt schauen wir, ob die Kritik Vorschusslöbern waren, die du jetzt kassieren kannst, oder ob es für den Hugo waren. Jetzt eure zweiten Punkte. Kannst du nicht verlassen. Bollasch. Beim Paso Doble habt ihr vielleicht ein Spur hoch die Latte gelegt. Diesmal war die Latte gleich hoch, aber ihr seid auch höher gesprungen. Deswegen 8. Hey. Nicole. Ich fand die Samba auch besser als euer Paso Doble. Ich fand deinen Hüftschwung fantastisch, deine Körpermitte und das Timing. 9. Danke. Dirk, bitte. Ich fand's toll, aber es geht immer noch mehr. Aber es war super. 9. Und Carina. Das Problem beim Tanzen, dass es immer mehr geht. Aber das war genial. 10. Danke. 36 Punkte. 36, das ist ja praktisch 39 mit der verkehrten Neiner. Also so. Ihr könnt euch jetzt komplett entspannen. Ja. Genau, die können sich entspannen, aber hier wird jetzt sich nicht entspannt, sondern im Gegenteil, jetzt wird die Alarmanlage scharf gestellt mit Paar 09, Schotti und Conny, weil die tanzen jetzt für uns ihren Paso Doble. Thank you.
Was ist los, Schotti? Oh mein Gott, ich bin so fertig. Das war schwer. Aber ja, aber du hast es gemacht und es ist geschafft und alle waren begeistert. Von daher hat sich die Anstrengung ausgezahlt. Hilft dir eigentlich, wenn du in solche, weil es sind ja Rollen auch, in die du hier schlüpfst auf dem Parkett. Ja, hilft dir da total. Der Schauspieler? Also, ja, das liebe ich. Ich hasse dieses Walzergetändel und so. Das ist das, was ich liebe. Dramatisch. Ja, ja. 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 Gern geschehen. Nicole. Schotti. Das soll dir erst einmal einer und nur in Klammern in deinem Alter nachmachen. Das war echt fantastisch. Ja, 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 ja. Und dass du jetzt total fertig und kaputt bist, cool, jetzt kannst du sterben. Egal, jetzt kannst du ablegen am Boden, nicht literally. Aber du hast bis zur letzten Pose warst du voll Gas. Also deine Attitude, deine Shapes, dein Shaping im Paso Doble. Das Volumen, das ich bei anderen nicht so sehr gesehen habe, war bei dir total da. Der Ausdruck im Gesicht war fantastisch. Ich habe echt nicht aus zu bemeckern, oder wie man sagt. Das war wirklich echt... Willst du auch mit ihm tanzen? Komm auf. Nein, nein, nein. Ich habe das jetzt genossen, weil ich möchte dich nicht nur fertig machen, weil du hast jetzt schon... zwei Tänze getanzt, dann hast du mit Carina getanzt. Ich vielleicht jetzt im Semifinale dann. Ja, aber da musst du hundertprozentig dabei sein, weil das war fantastisch. Nicole sieht das Semifinale. Dirk? Ich bin auch voller, also ich habe hier eine so positive Energie gerade um mich herum. Auch du, Miriam, muss ich sagen, du siehst so wunderschön aus, weil in dir ein Leben ist und ein zweites Leben heranwächst. Das macht dich noch schöner als vorher. Ich kann dich immer nur anschauen. Ja. Und bei Michael ist es so, weißt du, wenn ich mit Dagmar Koller zusammen bin, habe ich eine, mit der ich gut befreundet bin, habe ich immer eine gute Laune. Und wenn ich dich sehe, habe ich auch mal gute Laune. Also du hast was von Dagmar Koller. Das ist also... Das hat mir noch nie jemand gesehen. Dagmar Koller hat... Vielleicht hat sie was von mir, aber ich von ihr was. Eine positive Energie. So, das war, wie Nicole schon sagte... Das war charakteristisch. Ich fand, Gesichtsausdruck kommt von innerem Feeling. Das war also kein gefakter Gesichtsausdruck. Conny, Glückwunsch, wie du das managst. Ich kann nur sagen, die geilste Partnerin der Welt. Und für mich war das eben, und unabhängig vom Alter, eine super Leistung. Herzlichen Glückwunsch, ich bin ganz begeistert. Ja, damit haben wir alle Komplimente eingeheimt. Besser wird's nimmer. In diesem Sinne, entspannt euch und vielen Dank für zwei großartige Performances. Danke, Schotti und Conny. Ja, die haben wirklich alles getan jetzt, um aufzusteigen ins Semifinale. Und auch wenn die Jury jetzt gleich gute Punkte vergibt, das allein reicht nicht. Also sie können sich darauf nicht ausruhen. Sie brauchen ihre Anrufe und SMS. Also wenn Schotti und Conny dabei sein sollen nächsten Freitag, wenn sich die ganze Mühe auszahlen soll, dann anrufen 09010 59 09 09. Gesichtsausdruck, ist ja da vorne gesprochen worden, wie authentisch der ist und wie du das gut spielen kannst. Ich liebe den Gesichtsausdruck von dir, wenn dann die Jury was sagt und vor allem, wenn sie was Positives sagt, machst du ein Gesicht wie, über wen reden sie? Ja, da, genau das, das denke ich mir auch, das kann es doch nicht sein. Ich, der ich doch das nicht kann, also wenn die über Tänzer sprechen, das würde ich verstehen, aber ich kriege das noch nicht zusammen, also in meinen nein, Augen... Nein, das schaut schon gut aus. Die Zeitlaufmannschaft, schaut euch das an. Das ist... Drama. Yeah. Drama, Baby. Das ist Drama. Aber du warst in Spanien. Ich war in Spanien, ich liebe Spanien. Spanien ist mein Land, eigentlich, unter anderem. Südostasien sowieso auch. Las Azafatas toman un café en el bar Cádiz. Was heißt das? Cádiz. Also, das Las Azafatas? Las Azafatas, keine Ahnung, die Väter? Nein, nicht mal Vater, Mutter, die Stewardessen. Es ist sehr einfach. Azafatas sind die Stewardessen. Bringen einen Kaffee. Ja, tomen un café en el bar Cádiz. En el bar Cádiz, in der Bar Cádiz. Cádiz, ja. In der Cádiz. Das ist der erste Satz
in dem Spanisch-Lehrbuch, das ich einmal in die Hände bekommen habe. Ach so, den ersten Satz, den du gelernt hast, mit den Stewardessen in einer Bar aufgegangen bist. Oliver. Jetzt ist aber noch eine Geschichte. Heute nicht. Ja. Eine Geschichte, die ich unbedingt loswerden will. Du hast nämlich herausgefunden, dass noch viel gefährlicher als die Stiere in Spanien die Kühe in Indien sind. Ja. Was ist da genau passiert? Ich weiß es natürlich, aber erzähl. Also in Indien, ich war in Jaisalmer, an der Wüste Thar, das ist ganz an der Grenze zu Pakistan. Und ich bin in dieses verrückte Holi-Fest gekommen. Da wird man mit bunten mit Farben beworfen und so weiter. Und ich bin an einer Kuh, wie immer und wie pausenlos, ich war 6 Wochen mit dem Rucksack in Indien, vorbeigegangen. Plötzlich beißt mir da was hinein. Ich drehe mich um, dem er das gibt. Es nicht war das eine Kuh. Die Kuh hat mir in Arsch. Also das gibt's doch nicht. Das habe ich überhaupt noch nicht. Und dann habe ich mich beschwert in der Rezeption, dieses kleine Hotels. Sag ich, wie komme ich dazu, dass mich eine Kuh beißt? Ich dachte, die war hungrig. Ja, na ja. Aber dass die Touristen-Ärsche anfallen. Wie warst bist du vorher im Gras gesessen? Nein, im Gegenteil. Das war ein ganz neues Ding, weil ich ja überhaupt. Ich mache mir ein bisschen Sorgen allerdings im Gesundheit. Aber die Kuh hat es überlebt. Ja, die Kuh hat es überlebt. Ich auch. Ja. Schauen wir also jetzt wieder bitte ernst zurück zur Realität. Hier sind eure Punkte. Carina, was soll man das sagen? Fantastisch. 10. Hey! Balasch! Ich bin zwar ein bisschen neidisch, weil alle Damen sie anspringen, aber Hochachtung, 9! Wow. Ja. Nicole! 10! Wow. Und Dirk! Die 10! Das sind insgesamt 39 Punkte. 39 Punkte, ich gratuliere dir. Du merkst es, was du für ein guter Schauspieler bist. Du kannst auch einen Tanz vortäuschen. Ja. Ja, bitte sehr. Und jetzt kommt Paar 07 mit einem Samba. Hier sind Roswitha Wieland und Stefan Petzner. Stefan und Rosi, ja, die Palme hat aufgegeben. Das schaut ein bisschen WO, aber die Rosi auch, schaut ähnlich aus wie die Palme. Steht nicht mehr. Stefan, komm her, die hat ihren Dienst getan. Das ist
Als Robinson Crusoe. Übrigens gestern 300-jähriges Jubiläum von Robinson Crusoe. Selbst das. Du mit deiner Insel, was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Welche? Ja, schaut mal, Leute, wie das jetzt ausschaut. Ja, na, wunderschön, wunderschön. Alles verbogen. Ja, so muss es sein. Was, das war voller Einsatz. Das nennt man vollen Körpereinsatz. Ja. Ja, da ist die Palme kaputt, die Brille kaputt. Aber die Hose kaputt. Alles ist kaputt. Die Schritte haben hoffentlich gepasst ein bisschen. Na, wir schauen es uns an. Sag mal, welche drei Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen, außer drei Stangen Zigaretten? Die Rosi und nochmal die Rosi. Weil sie auch gestern viel Einsatz gezeigt hat. Ich möchte Ihnen das gerne noch zeigen. Wir schneiden ja bei den Proben immer mit, weil der Schluss hat gestern bei der Probe noch ein bisschen anders ausgeschaut. Und ich möchte und kann Ihnen das nicht vorenthalten. Ja, das ist meine Pflicht, Ihnen das zu zeigen. Angelina. Ja, müssen auch. Bollasch, ihr habt's getanzt, ihr hattet auf jeden Fall Spaß an der Musik oder auch am Tanz? Hm? Können wir die Wiederholung sehen? An alles, am Leben. Na, Sie haben so viel Spaß an dieser Sendung und am Tanzen, an die Musik. Wir haben versucht, diesen Spaß auch zu haben. Das war in den letzten Wochen von Ihnen nicht zu kriegen. Deswegen haben wir das geholt. Ja. Das war's. Okay. Nicole. Nein, ich sehe es ein bisschen anders. Am Anfang hast du ziemlich lange Zeit genommen. Gemütlich bist du hierher gequackelt und hast dich hingelegt. Bevor du begonnen hast, mit zu tanzen, haben wir gedacht, okay, dann tanzen wir ein bisschen. Und ich glaube, es war auch gut, weil als wir ein bisschen getanzt haben, haben wir nur ab und zu geschaut. Da konnten wir nicht alles sehen. Und das ist, glaube ich, eine gute Theorie für uns. Das hast du eher gute Momente gefangen oder eher die schlechten? Natürlich nur die guten. Ich habe nur immer ganz schnell und wieder. Aber es war Spaß. Und das, was ich gesehen habe, es war auch ab und zu also zusammen. was du vorher noch nicht so oft hingekriegt hast. Und da waren einige Samba-Schritte oder so Voltas und solche Sachen, die man natürlich, wenn Rosi nicht da wäre, dann würde man es nicht so gut erkennen, das muss ich schon sagen. Aber du hast versucht, das auch schon besser hinzukriegen und zu kopieren. Deshalb. Aber eure Chemies waren auch sehr gut. Also wir haben viel gesehen. Zeigen wir auch nochmal her, für alle, die es verpasst haben. Weil wir haben uns ja auf euch auch konzentriert. So, was die für einen Spaß haben, Stefan. Was du ihnen für einen Spaß bereitet hast. In diesem Sinne, Applaus für die Jury. Mehr könnt ihr nicht mehr machen. Und ihr sollt, glaube ich, auch nicht mehr, als ihr getan habt. Ich nehme das Mikrofon. Dankeschön, Stefan und Rosi. Es geht um den Einzug ins Semifinale. Wer hat sich das verdient? Stefan und Rosi, 09010590907, falls Sie auf die beiden nächste Woche nicht verzichten wollen. Jetzt haben wir nichts mehr zum Auftupfen. Geht's? Ja, geht's. Ach, so schwitzt gar nicht, so schlimm schwitzt. Aber ich. Es ist mein Teil. Ja, gut, du. Das ist was anderes. Ja, auf einer einsamen Insel, das ist eine gute Choreografie. Auf einer einsamen Insel, das garantiert, da bist du sicher der beste Tänzer. Da kannst du die Rose mitnehmen. Jetzt zu einer Bemerkung, die du in der Matz gesagt hast, möchte ich kurz darauf hinkommen. Du hast im Training erzählt, dass du Single bist oder vielleicht deswegen Single bist, weil du so schüchtern bist. Das musst du mal erklären, weil schüchtern bist du eigentlich nicht. Ja, das glauben viele nicht, aber ich bin in Wahrheit ein sehr schüchterner Mensch. Und du bist selber Musiker und Künstler. Ich glaube, das haben viele Personen, die in der Öffentlichkeit stehen oder auch im Fernsehen sind. Das ist ja irgendwie auch immer die Suche nach Liebe. Ja? Und wenn man noch mehr so sehr in der Öffentlichkeit steht, dann liebt man privat umso mehr die Zurückgezogenheit und die Einsamkeit und die Ruhe. Zumindest ich bin so. Und das habe ich mit vielen anderen öffentlichen Personen gemeinsam. Darf ich wieder mal Udo Jürgens zitieren, der mal gesagt hat, diese innere Einsamkeit gehört zu unserem Beruf dazu.
Ja? Naja, das ist, also, ich meine, oder Jürgens, ich habe den Udo Jürgens persönlich auch gut gekannt, also ja. Schüchtern war der andere. der war alles andere als schüchtern. Aber dass du, vielleicht sprichst du auch zu viel mit Kühen. Das kann ja sein, weil du als Kuhflüsterer, was heißt man da, dann über den Rosen und sagst, wie wird sie heißen? Ich habe heute einen Gast hier, der heißt sogar Sonnenschein, das passt ja wunderbar zur Samba. Ja, aber der ist halt leider auch schon vergeben. Der heißt wirklich Sonnenschein mit Nachnamen. Wirklich, das ist heute ein Gast von mir, weil der ist auch hat eine Freundin. Ja, also, ach so, ja. Also nicht dein Sonnenschein, halt sondern ja. Ein guter Freund von mir, aber ich bleibe halt irgendwie immer über. Hoffentlich nicht bei der Jury und beim Publikum über. Das ist dann am Schluss immer das Wichtigste. Ja, dann halt mein Single sein. Ja, gut, eine kurze Frage noch, wenn ich darf. Ja. Wie möchtest du erobert werden? Ach, das ist... Mit dem Tanzen. Was? Ich frage immer zuerst nach dem... Ich frage immer zuerst nach dem Sternzeichen. Wir haben ja schon so über Sternzeichen gesprochen. Ja. Und wenn ich höre zum Beispiel Fisch, ein Tipp, wenn du Fisch kennenlernst, nimm deine Füße in die Hand und lauf so schnell du kannst, okay. Weil Fisch ist ganz schwierig. Wirklich wahr? Ja, ist schwierig. So genau bist du da bei den Sternzeichen. Vielleicht bin ich deswegen Single, okay. Weil ich auch, ich bin auch sehr wählerisch, muss ich ehrlich sagen. Ja. Okay. Wählerisch auch. Also, okay, ja, das ist es vielleicht. Vielleicht kannst du mir da mal so ein Seminar geben, wie man das macht. Nein, das weiß ich nicht. Du wirst vielleicht angesprochen werden, aber das hat keinen Sinn, weil bei dir kommt man nicht zu Wort. Hier sind eure zwei Punkte. Dirk, legt vor. Ich hatte Spaß und ab einem gewissen Alter sollte man sich auch darauf fokussieren, dass man Spaß hat. Obwohl einige Fehler drin waren, trotzdem die 4. Yeah. Hey, danke schön. Carina, ich hatte auch Spaß, aber wir sind hier bei Dancing Stars nicht vergessen. 3. Ja, Roland. Das war ja schon mal schlechter, Ballasch. Wenn ich alles zusammenrechne und zusammen addiere und alles gibt, was ich nur habe, habe auch nur 2. Nicole, danke. 4, 3, 2. Und ich bleibe bei der 3. Danke. Ja, aber immerhin 2 Punkte. Zusammen 22, hallo. Wieder wirkt deutlich zweistellig. Das ist eine absolute Premiere für mich bei Dancing Stars. Bitte, setz dich wieder. K0 6 jetzt dran und tanzt einen Slow Fox. Virginia Ernst und Alexandra Schiriau. Was war jetzt? Warum hast du Alex mit dem Kopf so geschüttelt? Also, wenn es nicht aufgefallen ist, reden wir nicht darüber, dass die Kette zwischendurch am Boden lag und nicht um meinen Hals. Es war alles gewollt, ja, so sah es zumindest aus. Du wieder in deinem schönen Frack. Gestern war übrigens Welttag des Pinguins. Also passender könntest du heute hier nicht stehen. Ich nehme das als Kompliment jetzt. Darfst du gerne, ist als Kompliment gemeint. Es war der einzige Standardtanz heute. Hat es geholfen, damit du die Tänze und die Schritte nicht verwechselst auch?
ab und zu habe ich schon Schwierigkeiten gehabt und sie hat mich dann wieder zurückgeholt. Na, das ist jetzt Paso, das ist jetzt Standard. Hey, ich glaube, wenn man so wenig Zeit hat, dann kommt schon mal was durcheinander, aber man hat es nicht gesehen. Carina? Absolut nicht. Ich finde auch, dass Frag und Standard ist absolut ihres. Also wenn ich sie im Frag sehe, dann ist das irgendwie so das Gefühl, dass sie zu Hause sind oder dass sie sich wohlfühlen beim Tanz. Alle diese Hemden und das böse Gesicht ist antrainiert, war auch sehr gut, aber das ist ihres. Das schaut elegant aus, das schaut cool aus und mir hat der Tanz sehr gut gefallen. Was auch sehr toll und wichtig ist, dass sie als Nicht-Profi-Tänzerin trotzdem diesen Patzer mit der Kette da überspielt haben und gewusst haben, was zu tun ist, weil jeder normale Mensch, der nicht zum Tanz gehört und nicht weiß, was passiert, wenn auf der Bühne ein Baum umfällt, fällt auch total im Schock um. Ja? So perfekt gemacht, sehr, sehr schön, elegant. Also das, finde ich, ist absolut ihrer Tanz. Dankeschön. Hat mir sehr gut gefallen. Gibt es nichts auszusetzen, auch an der Arbeit und an den Füßen und an der Haltung. Collage. Dankeschön. Aber ich muss dazu sagen, ich habe schon überlegt, was ich machen werde, wenn die Kette jetzt wirklich am Boden bleibt. Natürlich, aber zu überlegen hat man immer nur 3,01 Sekunden, wenn das irgendwas übernommen passiert. Das haben Sie gut gemacht, ja. Das ist ja live, also bravo. Ja, bravo, bravo, bravo. Gut gemeistert, auch mit der Kette und auch mit dem Slowfox. Was wir bemangelt haben, beim Paso Doble, war wenig Spannung. Gesicht war mehr als genug Spannung, im Körper war ein bisschen wenig Spannung, waren die klassischen Linien, die der Dirk so vorgezeigt hat, nicht wirklich zu finden. Das war eine klassische Slowfox, so lernen wir das in der Tanzschule, so wollen es in den nächsten 10 Jahren immer noch behalten und sehen. Das haben wir gekriegt. Kompliment und einen Applaus bitte. Dankeschön. Solide Leistung. Danke, Jenny und Alex. Virginia und Alexandra warten auch auf viele Anrufe. Noch einmal die Nummer 09010 59 09 06. Naja, war es ein bisschen gelaufen. Das Getanze. Also das bisschen laufen da zurück. Aber schöne Kritik. Ja, sogar Lob vom Ballasch. Hallo. Ja, ganz selten. Ganz selten. Ich weiß nicht, ob er was getrunken hat, aber nein, ich habe es einfach gut getanzt. Es ist jemand spezieller im Publikum. Ja. Nämlich der Herr Joachim. Ja. Das ist dein Mentaltrainer. Dein Mentaltrainer. Ja. Also das gehört habe, denke ich mal, wozu brauchst du einen Mentaltrainer? Du, immer wieder im Sport haben wir immer wieder einen Mentaltrainer braucht für die Spiele, für die Weltmeisterschaften und natürlich auch für die Bühne. Also vor allem, er hat mir jetzt wirklich bei Dancing Stars sehr viel geholfen. Also unzählige Telefonate geführt. Ja. Also der hat mich wirklich runtergeholt von manchen Sachen. Wirklich also wahr? Danke, Joachim. Also für Dancing Stars, ein Mentaltrainer. Dann hast du auch noch einen Fitnesscoach. Ja, meine beste Freundin. Die beste Freundin ist Fitnesscoach und dann hast du noch eine Freundin, die ist Diätologin oder so. Also Diät. Ja, stimmt, die war auch einmal in der Show. Stimmt. Ja, haben wir. Also, es wird dir die Diät geschrieben, du wirst mental eingestellt. Servus. Also, dass ich noch immer nicht so funktioniere, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht ist der Mentalcoach, daran schuld, dass du immer lächelst. Also, ich glaube, das bringt niemand weg. Also, das ist schon eine eigene Einstellung. Der hat über die Laser seit deiner Pubertät hat er eingeredet, sei nicht so ernst, Virginia. Virginia, das habe ich immer gehört. Virginia, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Urlustig. Also wird es vielleicht auch lustig. Also nach der Kritik hoffe ich mir jetzt wirklich gute Punkte. Bitte, bitte. Nicole, bitte. Ich fand das heute auch jetzt sehr elegant und sehr schön getanzt, sehr schön zusammen. Deshalb 8. Oh, danke schön. Dirk. Ich fand das auch sehr schön heute, aber es geht noch mehr. Aber wie mit Nicole, eine 8. Danke schön. Carina. Toll getanzt, toll gepartnert. 9. Oh, danke schön. Und Bollasch. Gut, aber ich bin sicher, dass es noch was drinnen ist. 7. Dankeschön. Super. Ja, das sind 32 Punkte. Wo ist die Niveau hier heute? 32 Punkte, also das ist toll, da könnt ihr euch jetzt entspannen. Ihr habt das hinter euch. Und die Nächsten müssen anfangen zu zittern. Ja, Paar 08 tanzt jetzt einen Paso Doble. Nicole Wesner und Dimitar Stefanin.
gut gemacht. Nicole und Dimitar. Die Haare stehen dir auch gut so seitlich. Grimmiges Geschau beim Paso Doble. Musst du eigentlich im Boxring auch immer so grimmig schauen, um den Gegner einzuschüchtern? Ja, das ist eigentlich immer so. Wir haben ja dieses Weigh-In. Also, das wird gewogen. Und dann muss man sich eigentlich ganz, ganz böse anschauen. Und das ist der Moment, in dem ich immer lachen muss. Aber das verunsichert dann die Gegnerin. Wahrscheinlich ist das ganz gut, weil sie sich denkt, so, boah, lacht die mich aus? Taktisch nicht schlecht. Dirk, grimmig. Ja, also, tolle Jacke, ne? Ja. Aber meine ist auch toll. Wollen wir mal tauschen? Ich habe ja letztes Mal auch getauscht. Passt. Kein Ding. Oh. Warst du rein? Das ist die vom Ferdini, die habe ich dir mir letztes Mal weggenommen, ne? Wirklich? Meine ist ein bisschen verschwitzt, aber... Passt du rein in diese? Ja, gut. Jetzt schau ich aber zu, ob du deine... Ja, ja, ja. Nein, nein. Nein, das ist groß genug. Ich habe 10 Kilo abgenommen, ich brauche die Diät. Wow. Meine... Wow. Ja, na, Pink steht hier auf jeden Fall auch. Warte mal. Das bin ich. Bisschen Ball. Wow. Jetzt hast du das Mikrofon, jetzt hast du das Mikrofon verschluckt. Das macht die Agnes. Spreche ich da durch? Hört man mich? Dann nehme ich das. Alles klar. So, guck mal. Ist das auch schön? Ja, ne? Ja, finde ich auch. Also ich überlege. Kostümbild ein bisschen klein. Stefanie Hofer, ORF. Mal überlege. Ich habe das dem Ferdini weggenommen letzte Woche, nicht letzte Woche, vor 2 Jahren. Und habe es dann dem ORF abgekauft. Und ich liebe es sehr. Es war sehr charakteristisch. Wer so einen Partner hat wie Dimitar, ist natürlich auch von Vorteil, der das ganz toll gemacht hat. Die Lifts waren toll. Ja, Applaus für Dimitar. Und... ich muss sagen, auch Nicole hat es toll gemacht. Ich würde mir immer noch mehr wünschen, dass du noch mehr die Shapes austanzt und den Körper mehr austanzt. Ja, aber es war wirklich eine schöne Show. Und Glückwunsch, hat mir gut gefallen. Dankeschön. Ja? Okay. Marina. Ja, das ist so bequem, wenn man so die Hälfte der Zeit von Kommentar mit irgendwelchen anderen Sachen verbringt. Dann muss man die ausziehen, anziehen, wirst du Kleid tauschen? Nein, 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 ich scherze nur. Also kurz gesagt, tolle Show, tolle Spannung. Sie haben wirklich an Spannung gewonnen. Nicht verlieren, ja. Also jede Handbewegung, jede Bewegung überhaupt muss eine Geschichte erzählen und muss eine Bedeutung haben. Wenn Sie nur so mit den Händen wedeln, ist das ein bisschen zu unbedeutend, ja. Also jede Bewegung, den Sie machen, muss absoluten Sinn haben. Ich weiß nicht. Ja, also das will ich sehen. Sonst, also alles perfekt technisch ausgeführt. Danke. Ja, na dann. Dankeschön. Dann haben wir Jackentausch und alle Tänze gesehen. Ihr könnt sich dann draußen auch ausziehen. Wir werden die Jacke dem Besitzer zurückgeben, beziehungsweise macht er jetzt selber. Nicole Wesner und Dimitar Stefanin brauchen nicht nur neue Jacken, sondern auch viele, viele Punkte. Und Anrufe und SMS von zu Hause 09010 59 09 08, falls die beiden im Semifinale stehen sollen. Schön, oder? Es ist vorbei, scheine Kritik, alles passt. Dein Leben ist überhaupt, du hast ein interessantes Leben. Also wenn man dein Bio anschaut, du warst erfolgreiche Managerin, also Marketingmanagerin. Dann hast du angefangen sehr spät mit dem Boxen, wo du alle gesagt haben, hast noch alle und das geht sich nie mehr aus. Irrsinnig erfolgreich, jetzt 10 Jahre Marketingmanagerin, 10 Jahre Boxen. Könntest du dir vorstellen zum Beispiel, dass dein... Es gibt ja viele Boxfilme, dass dein Leben verfilmt wird. Es gibt ja diesen Film Million Dollar Baby. Also ja. Auch die, der hat auch zu alt angefangen, haben sie gesagt, bist du über 30. Stimmt, ja. Also Million Dollar Baby ist so einer meiner Spitznamen auch, weil die hat auch mit 32 angefangen. Ja, auch mit 32, ja, in dem Film auch. Und
Ja, wer vielleicht bei den meisten Boxfilmen, die haben nicht mehr so eine ähnliche Story. Ich liebe Boxfilme. Die Story kann noch so flach sein, wenn Boxen auftaucht, genauso wie Tanzen. Dann finde ich einfach einen super Film. Ja. Und ja, vielleicht einfach mal was anderes. Ja. Also eine andere Geschichte jetzt nicht. Ja, aber hat in diesen Boxfilmen, die Boxszenen, also Rocky zum Beispiel, ist das gutes Boxen oder schaut man da zu als Boxer und sagt, oh, Alter. Das Boxen, ich muss mich, also aus heutiger Sicht ist eigentlich total lustig, aber es ist einfach Rocky und ich liebe diesen Film und er ist eigentlich kitschig, aber ich kann ihn mir noch 20 Mal anschauen. Ja, oder der Vorteil, der Robert De Niro, der wilder Stier. Also Boxen und Tanzen sind eigentlich die Sportarten, die am meisten verfilmt worden sind. Ja. Also magische Sportarten. Wenn Sie jetzt dein Leben verfilmen würden, wie würde das heißen? Oder, Frau der Ringe. Frau der Ringe. Gute Frage, ja, muss ich schon überlegen. Mirko, du bist immer so kreativ, du hast lustige Ideen, ja. Wenn man mein Leben verfilmen würde, Faust 2 vielleicht. Faust 2. Oder ein Box- und Tanzfilm. Ja. Rocky Roll. Tanzboxerin oder sowas. Also bitte die Punkte. So, schauen wir mal draußen, ob vier Fäuste für ein Halleluja sorgen, wenn sie die Punkte hochhalten. Alle kramen noch fleißig. Bollasch entscheidet sich in dieser Sekunde jetzt. Soll ich dir helfen? Ja, oh Gott. Nimm dieses, nimm das. Das passt. Nein, es passt. Wir haben es. Sag ich ja doch. Was? Ja, nö. Diesmal aber das nicht so gut. 6. Och Mann. Dankeschön. Hast du die 9 gesucht? Ja, nein. Weiß es nicht genau. Nicole. Ich fand es eine sehr schöne Choreografie. Ich fand es schön zusammen getanzt, aber für mich war es noch ein bisschen zu klein und nicht genug in den Boden hinein. Deshalb nur 8. Danke sehr. Dirk? Ja, auch zu klein und nicht in den Boden hinein, aber trotzdem tolle Choreografie, tolles Paar, ausbaufähig und ich bin positiver Energie, deswegen eine 9. Und Carina, ich glaube, es war eine 9 beim Balasch, er hat das nur falsch rum reingetan. Genau. Von mir eine 9. Dankeschön. Danke sehr. Ja, jetzt sind Sie schon verwöhnt, aber 32 Punkte sind schon auch sehr gut. 32 Punkte, ja, auch hier ist das letzte Paar. Damit haben alle Paare 2 Einzeltänze gezeigt. Und dafür gibt es draußen für euch nicht nur viel Applaus, sondern auch hoffentlich viele Gesamtpunkte. Miriam, bitte, wenn du die uns nennen könntest. Übrigens, da liegen 2 Euro. Irgendwelche Tänzer haben 2 Euro auf der Tanzfläche verloren. Falls sich jemand beschwert dann. So, wir zählen die Jurypunkte jetzt gemeinsam zusammen und schauen, wie das Ranking heute Abend aussieht. Auf dem ersten Platz, es hat sich was getan, liegen jetzt Michael und Conny mit insgesamt 5 Wertungspunkten. Das geht runter bis zu Stefan und Roswitha, die haben nur noch einen Wertungspunkt. Weitere 1 bis 5 Wertungspunkte gibt es auch noch für Ihre Anrufe und SMS von zu Hause. Und erst wer dann die wenigsten Wertungspunkte hat, muss die Show verlassen. Übrigens, wenn es Punktegleichstand gibt, dann kommt das Paar weiter, das mehr Stimmen von Ihnen zu Hause hat. Also rufen Sie an, jede Stimme zählt. Und gleich erfahren wir, wer heute ins Semifinale aufsteigt und Penda singt live bei uns, Österreichs Beitrag zum Song Contest. All das gibt's jetzt sofort bei Dancing Stars, die Entscheidung.